be my biggest training, to be love, to be love. Whoa, to be love. Leute, warum stört ihr mich jedes Mal beim Singen? Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf diesem Kanal, Leute. Wer von euch hat noch kein Abo da gelassen? Und ich hoffe, ihr hattet auch so einen wunderschönen Valentinstag, wie ich hatte, Leute. Und ich bin ja mittlerweile in meiner neuen Wohnung eingezogen. Deswegen, Leute, wenn ihr richtig geile, wirklich nice, gruselige Videos sehen wollt mit verschiedenen Charakteren, welche von euch, die schreibt ihr jetzt auch gerne mal hier rein, dann nehmt jetzt bitte mal bei diesem Video gerne euren Daumen in die Hand und rockt dieses Video mit 1000 Likes, Leute. Ihr habt richtig gehört. Ich weiß nicht, Leute. Seitdem ich in der neuen Wohnung bin, das ist übrigens mein Bett, ja, schlafe ich irgendwie extrem schlecht und ich fühle mich irgendwie verfolgt die ganze Zeit, ja. Also ich gehe mich schlafen legen und ich fühle mich verfolgt von irgendjemandem, als würde mich in der Nacht irgendjemand aufwecken. Ich bin mir wirklich extrem unsicher und ich zeige euch mal ganz kurz was. Ich bin heute aufgestanden, ne? Und da war das hier da gewesen. Also ich habe auf jeden Fall keinen Kaffee verschüttet. Und das zweite, was mir extrem aufgefallen ist, es muss irgendjemand hier gewesen sein, ich zeig's euch mal ganz kurz. Mit schwarzen Haaren, Leute. Und ich denke mir so, nee, Leute, ich kann mich hier nicht erinnern, dass jemand mit schwarzen Haaren hier geschlafen hat. Das heißt, irgendjemand muss hier gewesen sein. Aber die Wohnung ist echt nicht so groß, Leute. Ja, ich bin dann aufgestanden, jedes Mal, und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre irgendjemand hier gewesen. Aber wer könnte das sein, Leute? Ich habe doch mit keinem Stress gehabt. Thomas die Lokomotive, da haben wir etliche Videos gemacht, Cartoon Cat, ja, aber warum sollten die mich in der Nacht stören? Um 3 Uhr nachts während der Teufelsstunde. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten, das Einzige, was wir heute machen könnten, ist eine Überwachungskamera hier ausstellen, entweder mit meiner Drohne oder mit meinem Handy. Wo ist mein Handy? Mein Handy ist ja schon dort. Und dann legen wir das heute Nacht hin, um 3 Uhr nachts, bevor ich schlafen gehe, ja? Also heißt, mein Handy ist hier, aber der darf das ja auch nicht sehen. Das heißt, wir müssen irgendwie mein Handy... Wir installieren jetzt die Kamera? Ja, würde ich sagen, gehe ich mich schlafen legen. Also jetzt noch nicht. Wir warten mal ab, so in, ja, vielleicht in 1-2 Stunden, ne? Und dann schauen wir mal, ob hier wirklich jemand da ist. Ich bin mir da echt nicht so ganz sicher, Leute. Also, Kamera installieren und dann schauen wir mal. Wir sehen uns in 20 Minuten. Oh, mittlerweile schon 4 Uhr mittlerweile. Oh, ich glaube, es wird echt Zeit, langsam schlafen zu gehen. Ich bin echt müde, Leute. Ich schlafe in der letzten Zeit immer so schlecht. Okay, das Handy ist jetzt schon dargestellt und ich würde sagen, wir machen alle Lichter aus. Das Kameralicht als letztes. Und wir haben hier eine Infrarotkamera. Ja, das heißt, man sieht hier wirklich alles in der Nacht. Hoffe ich mal zumindest, dass die App geht. Ja. Das Licht hier noch. Wir haben hier nur noch das Kameralicht. Das machen wir dann auch aus. Und ich würde sagen, oh, ich gehe jetzt dann. Oh, erstmal schön schlafen, Leute. Was sagt ihr zu meinem neuen Bett? Gefällt's euch? Also, ihr seht jetzt nur noch die Überwachungskameras. Und morgen früh schauen wir uns dann zusammen an, was wir aufgenommen haben. Bis morgen früh. Oh. Ja. Oh. Schon wieder, ich habe so schlecht geschlafen. Oh, Leute, ich habe wieder extrem schlecht geschlafen, muss ich. Habt ihr irgendwas gesehen? Habt ihr irgendjemand hier gesehen, der hier war? Was zur Hölle ist das? Okay, es muss anscheinend wirklich jemand da gewesen sein, Leute. Jetzt lasst uns mal gleich zum Handy schauen. Es kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt ist es mir doch schon ein bisschen mulmig an der ganzen Geschichte. Das Handy ist noch da. Sollen wir uns das mal zusammen gleich mal anschauen? Ich schlafe ja ganz normal. Bis jetzt tut sich doch da gar nichts. Wartet mal, da kommt jemand. Wie bitte? Der wollte mich doch... Was wollt ihr mit den Seil machen?
Verbindung geht anscheinend immer ein und aus. Jetzt sehe ich ja gar nicht, warum ich das hier habe. Okay, das ist ja extrem komisch, Leute. Wissen wir, wer es war. Aber das Gute ist an der Geschichte, Leute, ich habe Pennywise seine Nummer da. Sollen wir ihn mal anrufen? Okay, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich Pennywise seine Nummer da. Sollen wir ihn jetzt einfach mal anschreiben? Wer die Nummer auch haben will, der schreibt es bitte mal in die Kommentare. Okay, dann schauen wir mal, ob Pennywise auch... Pennywise? Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, aber was machst du bitte bei mir in der Wohnung? Das weiß ich nicht. Du warst schon extrem oft bei mir in der Wohnung gewesen. In der Nacht? Ich weiß nicht. Wie, das warst du nicht? Das war mein Bruder. Das war eventuell dein Bruder? Wie bitte, du hast deinen Bruder? Ja. Wusste ich gar nicht, weil der... Na, vielleicht komme ich auch mal. Okay, du warst es auf jeden Fall nicht gewesen, aber du meinst, es war dein Bruder gewesen. Aber du würdest auch mal gern vorbeikommen? Gerne doch. Pennywise, so witzig ist das nicht. Ich danke dir trotzdem für den Anruf, okay? Ich komme. Wir hören uns. Eventuell jetzt. Okay, Leute, ganz komisch. Also der Pennywise, von dem ich die Nummer habe, ich hoffe, der kommt jetzt auch nicht hierher, meinte, dass es eventuell sein Bruder war, aber... Gibt es anscheinend irgendwie mehrere Pennywise? Kann das gut möglich sein? Ich glaube, die beste Idee ist, wir haben jetzt schon Pennywise angerufen, wir versuchen diesmal wach zu bleiben. Wir tun nur so, als würden wir schlafen. Und dann schauen wir, ob Pennywise nochmal kommt. Weil letztes Mal ist er irgendwie weggegangen. Nicht, dass da noch eine zweite Person oder sowas in der Wohnung war. Er hat irgendwas gesehen, die Verbindung ist weggegangen und dann war er auf einmal weg gewesen. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, lass uns doch mal hinlegen und so tun, als würden wir schlafen. Und dann schauen wir, ob Pennywise kommt. Oh, Leute, okay. Oh, immer das mit den Schlafen gehen ist schon echt ziemlich nervig, Leute. Oh, ist da immer was passiert. Und heute, Leute, würde ich sagen, verstecken die Kamera. Wir müssen aber wirklich aufpassen, dass keiner kommt, Leute. Und dann schauen wir, genau so, warte mal, genau so irgendwie, unter die Bettdecke. Es wird jetzt ein bisschen dunkel. Und dann schauen wir tun so, als würden wir schlafen. Und dann schauen wir, ob sich irgendwas tut mit Pennywise, okay? Lass uns so tun, als würden wir schlafen. Okay, Leute. Warte mal, Leute. Na Gott, Leute. Der kommt doch. Leute, da ist... Der kommt schon wieder rein. Das scheint der Bruder von Pennywise zu sein. Na gut, ich muss die Kamera... Warte. Ich muss die Kamera verstecken. Leute, ihr habt das gehabt. Es ist einfach mal Pennywise. Oh mein Gott, aber er ist bei mir im Bett. Leute, wir müssen die Tür zumachen. Wo ist... Oh mein Gott, er steht auf. Er liegt noch... Leute, oh mein Gott, okay. Leute, sofort die Tür abschließen und wir gehen raus aus dem ganzen Haus. Er wird doch nicht herkommen, oder? Oh mein Gott, Leute. Lass uns die Tür zumachen. Wir haben ihn jetzt hier eingesperrt. Pennywise ist auf jeden Fall bei mir in der Wohnung. Ihr könnt es selber sehen. Lass uns weggehen, lass uns weggehen. Okay, Leute, wir sperren uns jetzt hier ein und dann schauen wir, was passiert. Leute, schickt dieses Video gerne an 5 eurer Freunde weiter. Und wir sind jetzt hier eingesperrt. Wir schauen mal, was wir machen. Wir haben auf jeden Fall recht gehabt. Pennywise hat uns seit einiger Zeit in der Nacht irgendwie überwacht. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt ist er bei mir im Wohnzimmer. Oh mein Gott, am Ende des Videos wird noch gesagt, es wird noch einer gegrüßt. Wenn du auch gegrüßt werden wirst, dann check mich gerne in Instagram ab unter comebacktv. Ich hoffe, dass er nicht hier reinkommt. Wir sind draußen, Leute. Bis nächste Woche mit einem neuen Video. Peace.